Das muss der Weg zurück zur Kartenkammer sein. Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir machen direkt weiter. Erstmal hier raus aus dem Prüfungsraum. Und ja, Freunde, wie immer natürlich Dankeschön erstmal für eure Unterstützung. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefällt, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und das sieht ja richtig cool aus. Guckt euch das mal an. Okay, Alter, das ist ja cool. Irgendwie erinnert mich das so, kennt ihr noch diese Schneeuhren? Nicht Schneeuhren, sondern, hießen die Schneeuhren? Ne, diese kleinen Kugeln, wo du irgendwas drin hattest und dann hast du die geschüttelt und dann hat das so geschneit. Wie heißen die? Schneekugeln? Ne, heißen die nicht, wa? Aber kennt ihr das? Irgendwie erinnert mich das daran. Sieht voll cool aus irgendwie. Gut, ey, Freunde, trotzdem, nochmal, knallhartes Quiz, obwohl so schwer ist es nicht. Vielleicht macht ihr mit, wenn ihr Bock habt, wenn nicht, lasst mich das auch gerne wissen, ob wir das lassen sollen. Und zwar, die Frage, es geht um den Hogwarts Express, zwei Fragen. Wann fährt der Hogwarts Express am ersten Tag des Schuljahres vom Bahnhof King's Cross ab? Welche Uhrzeit? Jetzt? Schwer, wirklich schwer. Wenn ihr das auch sagen könntet, ohne nachzugucken, sehr krass. Dann wird krass. Mit welchem Zauberspruch versucht Ron auf seiner ersten Reise im Hogwarts Express Kretze gelb zu färben? Wenn ihr das wisst, ohne nachzugucken, Respekt. Wo ihr jetzt keinen großen Aufwand braucht, um nachzugucken, ist natürlich die Videobeschreibung. Checkt das gerne mal ab und macht gerne kostenlos beim Gewinnspiel mit. Jetzt geht's ab, aber. Aha. Wen haben wir denn da? Ich bin Schüler in Hogwarts, Sir. Das hier ist Professor Fig. Professor Charles Rookwood, zu Diensten. Hat jemand die erste Prüfung bestanden? Ja, ich, Professor Rookwood. Sie kommen mir bekannt vor. Ich nehme an, Sie haben mich im ersten Denkarium gesehen. In Gringotts. Sie haben also den Portschlüssel zu Professor Rackhams Verlies gefunden. Und die Karte in dem Medaillon über dem Denkarium entschlüsselt. Ja. Ich habe etwas Schwebendes über dem Denkarium gefunden, das ich nicht identifizieren kann. Ah, ja. Sie finden ein ähnliches Artefakt bei jeder Prüfung. Die müssen Sie sicher aufbewahren. Sie brauchen sie zum Abschließen der Reise, die wir für Sie geplant haben. Sobald Sie alle haben, sagen wir Ihnen, was mit Ihnen zu tun ist. Ich verstehe. Können Sie mir etwas über die nächste Prüfung sagen? Bevor Sie fortfahren, möchte ich noch mit Charles über die äußerst angespannte Lage mit den Kobolden sprechen. Hm? Kobolde? Der Schüler hat Spuren einer mächtigen schwarzen Magie gesehen, die von Kobolden genutzt wird. Er und sein Mentor Professor Fig sind nicht nur vor St. Bakars Turm Kobolden begegnet. Sie trafen auch in meinem Gewölbe in Gringotts einen mächtigen Kobold. Hm. Es wäre wohl klug, die Prüfung zu unterbrechen, bis wir mehr wissen. Aber wir werden uns natürlich nach Ihrem Urteil richten. Nun denn. Halt, Professor. Der Name Rookwood. Denken Sie? Dass es eine Verbindung zu Victor gibt? Vielleicht. Aber hat sie etwas zu bedeuten? Wer weiß. Erzählen Sie erst mal, was Sie im Denkarium gesehen haben. Bevor die Hexe aus dem letzten Denkarium, Isadora, Professorin in Hogwarts wurde, hat sie sich mit Professor Rackham über schmerzlindernde Magie unterhalten. Hm, hoffentlich bringt uns das nächste Denkarium weiter. Lassen Sie uns erstmal hören, was Renrock weiß. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich habe eine Idee. Ich habe Sirona in den drei Besen mit einem Kobold sprechen sehen. Sie schien sich gut zu verstehen. Nun gut, sehen Sie, was Sie herausfinden können. Und vergessen Sie nicht... Mein Stoff. Ja, Sir. Bevor Sie gehen. Professor? Sind Sie irgendwo auf wirbelnde Spuren von Magie gestoßen? Abgesehen von denen auf unserem Pfad. Ich glaube nicht. Was sind das für Spuren? Beweise für die Bemühungen der Hüter, die Macht der alten Magie in dieser Zeit zu manipulieren. Wenn ich recht habe, und das habe ich meist, können Sie diese Spuren nutzen, um Ihre eigene Magie weiter zu verbessern. Danke, Sir. Ich werde danach Ausschau halten. Gut ab vor dem Hüter. Oh, sehr schön. Ich freue mich schon auf den Winter, ja. Die.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt kommt wahrscheinlich Eulenpost, oder? Ich sollte Sirona in den drei Besen nach... Doch. Spektakuläre Neuigkeiten. Die Besenaufrüstung ist bereit. Schauen Sie doch mal im Laden vorbei. Ich hoffe, Sie werden mich für eine dringende... Rebellion. Sobald wie möglich aufsuchen. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig helfen können. Noch eine Nachricht? Oder was ist jetzt? Wieder mal auf Abenteuer. Wieder mal auf Abenteuer? Ja. Die ist aber auch neugierig. Ey. Nett, teilweise nett, dass sie mich begrüßt, aber teilweise auch richtig neugierig. Oh, oh boah, was geht denn jetzt hier? Okay, bereite dich auf die Suche nach dem letzten Hüter vor. Tierwesen. Oh, ja, 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 ja. Aha. Hier, endlich Schlösser knacken. Die Pulso. Glacius. Las Ballons. Okay, boah. Wingardium Leviosa. Kaufe eine Besenverbesserung. Boah, was, ich würde sagen, erstmal Tierwesen, Tierwesen direkt. Ja, doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Bitte kommen Sie nach dem Unterricht zu mir, sobald Sie meine Aufgaben erledigt haben. Ich bringe Ihnen Descendo bei. Dieser Zauber. Rebellion. Objekte auf den Boden zu ziehen. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin. Ich freue mich. Na, du kleine Kiste, ne? Wir schluten wir mal eben. Ja, damit. Auch damit her, Kelpie-Statue. Diese Statue stellt den Kelpie dar, einen in Irland und Großbritannien beheimaten Wasserdämon, der unterschiedliche Gestalten annehmen kann. Gewöhnlich die eines langmähnigen Pferdes. Der größte Kelpie, von dem je berichtet wurde, ist das Ungeheuer von Loch Ness in Schottland. Das ist ja cool. Das sieht ja geil aus. Okay, Level 19. Ladezeit. Das ist wirklich nervig, Mann. Also bitte nachpatchen irgendwie, vielleicht. Weil normalerweise, wenn du, zumindest wenn du in Hogwarts bist, müssen die es eigentlich locker mit der Konsole hinbekommen, dass Hogwarts das komplette Schloss die ganze Zeit im Speicher ist. Oder zumindest so schnell geladen wird, dass du nicht da erstmal ein paar Sekunden stehst. Entweder eins vorbei, es müsste eigentlich beides möglich sein. Naja, wie gesagt, nicht schlimm, aber irgendwie schon manchmal ein bisschen nervig. Und wenn du hier durchballerst, wie ich jetzt hier, mit Vollsprint. Sag mal, welchen Weg bin ich hier eigentlich? Ich wollte echt nur, ich nehme jetzt kurz mal hier den Weg, weißt du? Weil es irgendwie vielleicht noch irgendwas zu entdecken gibt, aber das ist ja mega weit. Akio-Duell? Das muss die Hüterhütte sein. 100% die, aber die sieht anders aus. Das ist bestimmt die Hüterhütte von Hagrid später, oder? Hier. Irgendwie, also hier ungefähr der Platz. Sieht ja wie gesagt anders aus, aber könnte sein, oder? Oder die andere Hütte, die wir schon mal gesehen haben, ein bisschen weiter weg? Weiß nicht. Willkommen allerseits. Ah, Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting, würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy. Poppy Sweeting. Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf. Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Ja, Professor. Hier, du kannst an Gerald üben. Achte bloß auf seine Zunge.
Gerald. Ist halt ein geiler Name. Du kannst meine Bürste benutzen. Sei sanft. Oh, und denk an was Schönes. Okay. Okay. Oh, dass es ihm dann noch mehr Spaß macht. Gerald. Na, gefällt dir das Kleine? Er fühlt sich sicher viel wohler. Ich glaube, er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben? Ja, natürlich. Das sieht aber eher aus wie Köttel, ja. Na gut. Was denkst du, wonach das Granulat für Gerald schmeckt? Ich hoffe nach Süßigkeiten. Gerald mag dich. Da bin ich mir ganz sicher. Das freut mich. Er scheint sehr lieb zu sein. Das ist er. Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz. Und Reinlichkeit. Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Und bitte, seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Miss Sweeting, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Komm schon, die Kniesel sind hier drüben. Ah, Knieselschnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Honigtopf. Blödes Vieh. Was in Merlins Namen machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. Ihr Name ist Persephone. Das ist echt nicht lustig. Los, komm. Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Danke für deine Hilfe. Machen wir weiter. Füttere und bürste die Kniesel, so wie du es bei Gerald getan hast. Okay. Die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Genau wie ich. Es scheint, unsere Zeit ist abgelaufen. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Nun, wo ist denn unser Neuzugang? Er steht direkt vor dir. Ich würde Sie gerne sprechen. Ja, natürlich. Hallo, Professor. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte. Bei der richtigen Pflege. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Das haben Sie übrigens gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer zur Rechenschaft ziehen. Das Ministerium vielleicht. Wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Okay. Ich muss mit dir reden. Komm her. Warum müssen denn alle mit mir reden? Wer seid ihr denn? Brauchst du etwas, Poppy?
Nochmals vielen Dank, dass du etwas gesagt hast, so dass ich es nicht musste. Du warst wie ein Orkiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur zusehen und nichts tun. Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Jetzt bin ich neugierig. Nun gut, geh voran. Das hatte ich gehofft. Ich nehme nicht einfach jeden mit. Du bist bisher der Erste. Okay, alles klar, wir haben verstanden. Wirklich? Mist nicht so einer. Okay, danke. Alles klar. Schätze ich. Wie gesagt, wir sind uns ähnlich. Das hat mich überrascht. Ja, das sage ich auch immer zu Leuten, die ich seit 2 Minuten kenne. Was für ein Wetter. Findest du nicht auch? Poppy, wohin bringst du mich? Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Also wenn man jetzt mal die Augen zumacht und dabei zuhört, was sie gerade reden, dann könnte man auf andere Sachen gehen. Keine Sorge, wir sind fast da. Es ist gleich da vorne. Bleib zurück. Oh ja, ein Hippogreif. Das ist Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Na los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht. Du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, bevor du dich näherst. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Was hältst du von Wolkenschwinge? Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über dem verbotenen Wald fliegen? Könnte gut sein. Wusstest du, dass ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat? Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut. Bis jetzt. Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein Wildererproblem. Ich befürchte, sie könnten sie erneut einfangen. Und dann bin ich vielleicht nicht da. Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Sie meinte, wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Howen. Aber ich fürchte, sie hat recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht was. Das klingt seltsam. Als ob die etwas vorhätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Was sie tun. Das ist eine gute Idee. Wissen ist Macht. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich sie beschützen. Du wirkst unbeirrt. Erzählst du mir, was du herausfindest? Oh, also gut. Mach ich. Ich muss los, aber ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Okay. Alles klar. Ja, ey, schön. Richtig schön, ey. Hippogreif sind schon
Ja, majestätisch. Aber die hat sich auch schön die Snacks abgeholt. Kurz die Pflege und dann ist direkt wieder abgezischt, wa? Direkt wieder abgezischt. So. Okay, ich überlege gerade, was machen wir denn jetzt als nächstes? Erstmal kurz hier Sachen einsammeln. So, lass mal kurz gucken, was dann machen wir denn jetzt? Vor allem, wenn du dir mal reinziehst, dass wir das hier alles noch, weißt du, erforschen können, ja? Hier geht's noch runter, ja? Bis hier ganz unten. Heftig. Riesig, riesig die Welt, aber reicht auch für dich. Also reicht auch von der Größe, also schon in Ordnung. So, dann würde ich sagen, let's go, dorthin, oder? So, die Karte. Da. Karte von Hogwarts. Das Bootshaus da unten. Ja, wie gesagt, dieser Moment, wo wir da mit dem Boot ankommen. Aber auch natürlich der Moment, wo Snape. Snape ist wirklich mit meine absolute Lieblingsfigur. Vielleicht sogar die Lieblingsfigur von mir aus Harry Potter. Vor allem, wenn du dann. Wie das aufgebaut ist. Die Story um Snape. Heftig, heftig, wirklich. Richtig krass gemacht. Hallo, ich bin. Ey, sag mal, die reden auf einen immer so an. Hallo, hey, brauchst du was? Hä? Meld dich bei mir, brauchst du was? Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich in der Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Demigeists. Ein Demigeist? Ja. Furchterregende Kreatur, die in die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demigals. Die Monde sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Revelio. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben sie sich durch ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein.
Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demigeist auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Vielleicht könnten Sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Moon. Oh, ich wusste doch, auf Sie ist Verlass. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohumora. Und die Ausgangssperre? Ausgangssperre? Mumpitz! Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. Aha, endlich. Komm schon, komm schon. Na, endlich haben wir es. Gut, Freunde, wir machen trotzdem erstmal hier Schluss. Und beim nächsten Mal dann hier gerne weiter, wenn ihr Bock habt, seid dabei. Muss leider jetzt erstmal kurz eine Pause machen. Und ja, wie gesagt, beim nächsten Mal machen wir weiter. Trotzdem nochmal kurz die zwei Fragen. Wann fährt der Hogwarts Express los? Um 11 Uhr vormittags. Und wie gesagt, der Spruch von Ron, wenn ihr das geschafft habt, ohne nachzugucken, sehr... Respekt, Respekt. Und zwar, Eidotter, Gänsehaut und Sonnenschein. Gelb soll diese dumme, fette Ratte sein. Das war der Spruch. Ja, hat leider nicht geklappt, wie wir gesehen haben. Gut, ey, wir machen beim nächsten Mal hier sehr, sehr gerne weiter. Danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.